Kommunikation, Tool Nummer 4, Kommunikation zwischen Arzt, Physiotherapeut und Coach. Und da ist eine Sache ganz im Vordergrund. Und das ist dieses Konzept Empathie. Und wo liegt die Verantwortung für diesen Menschen? Wenn du als Trainer in einem Team bist, hast du eine bestimmte Verantwortung. Wenn bestimmte Dinge in dem Team nicht funktionieren, dann ziehe ich dich zur Verantwortung. Wenn du Athletiktrainer bist, dann ziehe ich dich zur Verantwortung als Sportdirektor oder als Investor oder auch als Freund eines Athletiktrainers, ziehe ich dich zur Verantwortung, wenn die Spieler nicht fit sind, wenn die nicht sprinten können, etc. Wenn die nicht schnell sind, nicht ausdauernd. Dann sage ich, hey Thilo, warum sind die Spieler nicht ausdauernd, warum sind sie nicht schnell? Das heißt, dein Driver aus deinem Umfeld generiert, dein Driver, deine Verantwortung liegt in dem Spektrum Richtung Performance. Du suchst also nach Dingen, die die Leistungsfähigkeit optimieren. Du gräbst jedes kleinste Detail aus, was möglicherweise die Leistungsfähigkeit optimiert. Jedes kleinste Detail. Die Risiken hast du im Hinterkopf, aber die sind nur im Hinterkopf. Ein Arzt auf der anderen Seite, und ich bin Mediziner, ich habe die komplette Ausbildung durchlaufen und weiß, wie man aufwächst in diesem Umfeld Arzt. Ein Arzt hat ganz andere Verantwortung. Ein Arzt hat primär juristische Verantwortung. Er hat gesellschaftliche Verantwortung, die nichts mit dem Teil des Spektrums zu tun haben. Die haben nichts mit dem Spektrum Leistungsfähigkeit zu tun, sondern die haben mit dem Spektrum Risikovermeidung zu tun. Und wie so oft in der Synthese von verschiedenen Dingen sind natürlich beiden Enden des Spektrums wichtig. Aber wenn wir das verpassen, wenn der Arzt keine Empathie dafür hat, dass sein Driver, das, was ihn in seinem Job hält, was ihm das Brot bezahlt, Performance ist, und wenn der Athletiktrainer kein Verständnis dafür hat, dass das, was ihm das Brot bezahlt und jetzt mal negativ formuliert seinen Arsch rettet, ist Risikovermeidung, dann streiten wir uns. Da ich beide Perspektiven kenne, kann ich, und das sind jetzt Athletiktrainer hier, ich würde einem Arzt das Gegenteil empfehlen. Dem Arzt würde ich sagen, die sollen mal bei euch reinschauen. Aber ich würde euch empfehlen, wenn ihr die Chance habt, geht zum Teamarzt, am besten zu eurem Teamarzt oder zu irgendeinem Sportarzt und sagt, hey, ich will mal die Fliege an der Wand sein für 2 Tage bei dir. Ich will alles, was du machst und erlebst, mitbekommen. Ich will sehen, wie du operierst. Ich will das aufsaugen, diese Atmosphäre, die Kommunikation in so einem OP-Saal, die Drücke, die dort herrschen, die Schwestern. Ich will erleben, wie die mit dir reden. Ich will erleben, wie dein Chefarzt mit dir redet. Die Drücke, die dort herrschen. Ich will das erleben, ich will das aufsaugen. Ich will verstehen, warum, wenn du nach dem Feierabend zu uns in die Kabine kommst, warum Nick hat viel über die Brille geredet, mit der wir die Welt sehen. Ich will deine Welt verstehen. Ich will die Welt durch deine Brille sehen. Und genau das Gleiche würde ich auch einem Arzt empfehlen. Geh zum Athletiktraining, mach das Krafttraining mit. Guck, was ihn beschäftigt, was treibt ihn. Leistungsoptimierung, das ist alles, worum es geht. Diese Empathie ist der absolute Schlüssel für die Kommunikation.